Hallo und willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Ich habe heute vor, euch meinen neuen Freund vorzustellen. Das ist mein Häkeldino. Der ist ganz groß, wie ihr seht, 30 cm, wenn er sitzt. Vielleicht so, keine Ahnung, 35, 37 cm, wenn er steht. Und heute wollte ich ein bisschen über diese Anleitung sprechen. Ich wollte euch auch erzählen, wo ihr auch die Anleitung finden könnt. Diesen Dino habe ich mit so Plüschgarn gehäkelt, deswegen ist er auch ganz groß. So, ich denke, wenn ihr ein kleineres wollt, dann könnt ihr dünnere Wolle nehmen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, ich finde ihn ganz süß und ich möchte ihn auch gerne meinen Cousin schenken. Er ist gerade, er wird 3 Jahre jetzt im Januar. So, das wäre vielleicht auch ein schönes Geschenk für ihn. So, ich weiß nicht, was denkt ihr? Ich habe auch gedacht, ich mache ein paar Fotos. Ich habe auch hier so einen Wollentwickler gekauft. Und dem kann ich schön die Reste von diesem Dinosaurier, von der Wolle von einem Dinosaurier, so schöne so Bälle machen. Ich habe auch, falls du es nicht wusstest, habe ich auch einen Blog, wo ich meine schriftlichen Anleitungen teile. Ich habe gedacht, dass ich dieses Mal nicht zeige, wie ich den ganzen Dinosaurier häkle hier auf YouTube, aber ich teile mit euch die kostenlose Anleitung auf meinem Blog. So, bitte schaut euch den Blog an und da könnt ihr auch sehen, wie man das häkeln kann. Hier ist die Wolle, die ich benutzt habe. Das ist so eine flauschige Plüschwolle von Panduro, glaube ich, es heißt. Es gibt da verschiedene Knäuel auch vom Hobby. Und dann macht man einfach so und dann so. Man muss nur aufpassen, dass hier keine Knoten sind, weil das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Diesen Wollwickler habe ich im Sommer gekauft, als ich in Deutschland war, im Urlaub. Am Anfang habe ich das ganz nicht hinbekommen, aber ich habe entdeckt, du musst, wenn du sowas hast, dann musst du ganz schauen hier bei dieser Schraube, etwa hier oder da, dass sie richtig fest ist, sonst werden auch diese den Wollknäuel auch nicht so schön, aber schaut hier, das sieht ganz toll aus. Und wenn ich fertig bin, dann tue ich das hier einfach hier locken. Ich habe erst den Kopf gehäkelt, weil ich fange immer gerne mit dem Kopf an, weil dann sieht man irgendwie, wie kann man sich dann leichter vorstellen, wie der Rest von dem Tier aussehen soll. Dann habe ich den Körper gemacht. Die Beine und die Arme habe ich mit 3 verschiedenen Farben gehäkelt. Hier sind solche Büschelmaschen. Zuerst mal habe ich hier mit Beige und dann zu Grün gewechselt und dann Weiß. Habe ich eine Büschelmasche mit Weiß gehäkelt und dann 2 feste Maschen inzwischen mit Grün. Bei dem Arm habe ich nur 2 solche Krallen gemacht, aber 3 wäre auch süß. So, das mache ich vielleicht beim nächsten, wenn ich noch eins mache. Zudem habe ich 5 so Zacken gemacht und einfach die hier am Körper befestigt. Ich habe einen Schwanz gemacht. Der sieht so aus, der hätte da, den hätte ich ein bisschen weiter unten stellen, hinnehmen sollen. Aber danach ist man immer schlauer. Ich habe in der Anleitung geschrieben, wo ihr genau das festnähen könnt. Also hier habe ich einfach mit weißer Wolle hin und her genäht. Zu den Sicherheitsaugen habe ich hier diese 20 mm Durchmesser hier. Du kannst auch kleinere benutzen, wenn du eine
wenn du ein kleineres Dino häkelst. Wenn ihr das mit Baumwolle häkelt, dann wird er viel kleiner sein. Ich weiß nicht, wie groß, weil ich habe es noch nicht gehäkelt, aber ich habe Leute, die das hier testen und vielleicht machen welche den Dino mit Baumwolle. Ich habe für den ganzen Dino diese grüne Wolle verwendet. Ich glaube, ich habe so 100 Gramm benutzt, aber um sicher zu sein, würde ich vielleicht 2 Knollen kaufen. Bei einem anderen braucht ihr nur so 20, 30 Gramm. Und ihr braucht auch eine, es wäre auch vielleicht auch lustig, mit verschiedenen Farben hier an den Zacken. So, da kann man einfach damit rumspielen, wie man das hier dann aussehen soll. Hier um den Augen habe ich auch ein bisschen mit schwarzer Wolle so Augenwimpern genäht. Und hier sind die Augenbrauen. Ich habe es ohne Mund gelassen, weil es sah einfach süßer aus bei mir. Aber vielleicht kriegt ihr einen schönen Mund hin als ich. Genau, das war über den Dino. Die Anleitung findet ihr auf meinem Blog. Ich werde es unten verlinken. Die Anleitung ist dort kostenlos. Ihr könnt auch die PDF-Version, kaufen. Den gibt es auf Etsy oder auf Ravelry. Genau. So. Ich muss jetzt heute noch Fotos für den Dino machen. So, deswegen habe ich hier schönere Wollknäuel gemacht, damit es besser aussieht, als wenn du das einfach so hast. Genau. Der Ding ist nur mit der YouTube-Anleitung, dass es lange dauert, weil es ein bisschen größer ist. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht könnt ihr auch die Anleitung auf meinem Blog folgen. Wenn ihr nicht wisst, wie man eine Anleitung folgt, dann habe ich auch ein Video dazu. Ich könnte vielleicht, was ich mir vorstelle für Anfänger, ist, dass die Füße schwerer sind zu machen als den Rest. Weil wenn du Anfänger bist, ist der Körper, die Zacken und alles ist eigentlich kein Problem. Aber hier ist vielleicht ein bisschen komplizierter. So, da könnte man vielleicht so eine kleine Anleitung dazu machen. Genau, aber ich wollte erstmal heute den vorstellen. Ich werde das Video am Sonntag veröffentlichen. Und wenn das Video live ist, dann werde die Anleitung auf meinem Blog sein.